Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir machen mal wieder eine Führerstandsmitfahrt und verbringen ein Krokodil von Hansburg aus in die Schweiz. Und wir fahren dabei auch bis in den kommenden Bauabschnitt hinein. Ihr bekommt also schon einen kleinen Ausblick. So, Makrofon funktioniert. Wir starten hier in Brunsbek, also Hansburg-Brunsbek, schlängeln uns dann durch die Stadt hindurch. Performance wird dort natürlich wie üblich schwierig sein, da sage ich euch, erzähle ich euch nichts Neues. Sollte aber dann schon zeitnah besser werden, sobald wir aus der Stadt herauskommen, so in circa 5 bis 6 Minuten, sollte das dann alles erträglich werden. Hier die Güterzuglinie rechts im Bild muss ich auch nochmal anpassen. Ja, das sind so kleine Fehlerchen, Linien ein bisschen falsch gesetzt, die erkenne ich dann oftmals erst bei solchen Führerstandsmitfahrten. Auch dafür ist das immer ganz geeignet. Es wird dabei auch über die Schnellfahrstrecke gehen oder die Neubaustrecke, wie auch immer man das bezeichnen möchte, also die Alternative zur Küstenstrecke, wo die ganzen Fernverkehrszüge aktuell entlangfahren. Das ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt, da fehlt wahrscheinlich nur noch eine Folge, das ist nicht mehr allzu viel. Ein paar Brücken müssen da noch in Form gebracht werden. Aber ich glaube, den Abschnitt hatten wir auch noch nicht aus der Führerstandsperspektive, sondern sind ja immer nur die Küstenstrecke hoch und runter gefahren. Deswegen nehmen wir das jetzt bei der Gelegenheit auch einfach einmal mit. Dann sind wir gleich schon auf Höhe Landauer Platz. Links im Bild müsste gleich die S-Bahn-Station zu sehen sein. Und rechts im Bild dieses ganze Areal, das ist das ICE-Betriebswerk. Der Kollege links im Bild müsste aus der Schweiz kommen. Rechts gut zu erkennen, die abgestellten ICEs, die hier Revision bekommen und so weiter. Und man merkt das immer ganz deutlich, dass man dem Hauptbahnhof näher kommt, wenn die Performance in den Keller geht. Ich habe es ja versucht, auch hier kleine Testläufe gemacht mit geringerer Auflösung. Das war halt auch nicht besser, wer sich erinnern kann. Also von daher habe ich das jetzt auch wieder ganz normal hier auf WQHD gelassen. 2K Auflösung. Wie gewohnt. Na, da muss man halt durch. Trotzdem, denke ich, sind es ein paar ganz nette Bilder hier. Rund um das Überwerfungsbauwerk Quetzdölsdorf, glaube ich, hier. Die S-Bahn-Station links im Bild. Eine Haltestelle vor dem Hauptbahnhof, den wir jetzt gleich zu sehen bekommen. Ich hoffe mal, der Fahrdienstleiter lotst uns hier einigermaßen vernünftig durch. Das sind, glaube ich, schon die Einfahrsignalbrücken hier für den Hauptbahnhof. Und wir befinden uns im Zentrum der Stadt. Ansonsten in der Stadt, weil das auch immer wieder in den Kommentaren kommt, Thema Hafen und so weiter, da ist jetzt auch lange nichts vorangegangen. Ich bin einfach aktuell bastelmäßig in der Schweiz zugegen. Kann jetzt auch noch keine Prognose abgeben, wann das dort mal weitergehen wird. Ich meine, da ist schon relativ viel entstanden, aber es fehlt halt noch die Detailarbeit und das ist ja mindestens, braucht nochmal mindestens genauso viel Zeit wie der ganze Rohbau und Gleise verlegen und so weiter. Mal schauen, was der Urlaub so bringt. Ich sollte mich, wenn alles gut ging, aktuell im Urlaub befinden. Also auf jeden Fall mal knapp 10 Tage ausspannen. Und dann, je nach Wetterlage würde ich mal sagen, kann es auch gut passieren, dass hier auf der Karte dann mal wieder etwas mehr vorangeht. Fortschritt war zwar relativ zufriedenstellend, also es hat wieder etwas zugenommen in den letzten Wochen. Bin da eigentlich ganz happy damit. Aber es könnte natürlich immer ein bisschen mehr sein. Irgendwann will ich auch mal fertig werden mit dem Ding, ganz nebenbei bemerkt. Kann ich auch noch überhaupt keine Prognose abgeben. Ich hatte mal auf Weihnachten gehofft. Aber naja, das ist halt erschreckenderweise auch nicht mehr lange hin. Ne? Also mal sehen. Aber ich hoffe schon, dass ich es irgendwie im Winter alles hier über die Bühne bekomme. So viel ist es am Ende auch nicht mehr. Aber wenn man sich dann die ganzen Bauabschnitte im Detail ansieht, ist es halt doch noch ganz schön viel. Also naja, wir werden sehen. Die nächste Staffel, die nächste Karte muss auf jeden Fall, das muss irgendwie alles in kleineren Dimensionen stattfinden. Sonst wäre ich einfach irgendwann verrückt. Das sagen wir so, wie es ist. Es ist ein tolles Projekt, die Karte ist großartig, also war auf jeden Fall eine super Entscheidung. Gerade diese, ja,
ja, die vielen abwechslungsreichen Themen einfach hier von Großstadt an der Küste, Küstenstrecke, dann jetzt geht's gerade aktuell in die Berge, in die Schweiz, macht auch super viel Spaß, plus die Rheinstrecke, aber unterm Strich ist es doch alles ein bisschen zu viel, ne? Also ich glaube, da das werden viele ähnlich sehen, aber naja, wir werden sehen, wo uns die Reise in Zukunft hinführt. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Nach dieser Karte, logischerweise, muss ich glaube ich nicht extra dazu sagen. So, wir haben die Stadt bald hinter uns gelassen. Hier allerhand SBB und ÖBB Rollmaterial abgestellt, weil ich gerade auch hier die Lok noch gesehen habe. Es kommt auch, oder kam des Öfteren schon mal die Baureihe, ich glaube es ist die 44 Römisch 2, die ich tatsächlich noch nicht auf der Karte habe aktuell. Dauert auch noch ein bisschen, bis man die zu sehen bekommt, aber mir war nicht bewusst, dass es die tatsächlich als Download gibt. Das ist, glaube ich, eine Konvertierung aus dem Vorgänger. Ich habe die schon mehrmals gesucht, ob es die nicht doch gibt, und war tatsächlich der Meinung, die gibt es einfach nicht für Transportiver 2. Habe ich mich aber geirrt. Also sowohl die 442 als auch die 443 gibt es, auch in verschiedenen Ausführungen, und die wird dann demnächst hier auch auf der Karte verkehren. Das nochmal kurz am Rande erwähnt. Da kam auch neulich der Hinweis in den Kommentaren, gar nicht mit der Info, dass es die gibt, sondern einfach nur, dass die hier noch fehlt auf der Karte. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich muss es die doch geben. Dann habe ich nochmal gesucht und siehe da. Gleich der erste Treffer bei einer Google-Suche hat dann zum Ergebnis geführt. So, hier wird noch der Nahverkehrszug durchgelassen. Der muss nämlich jetzt dann auch hier vorne noch das Gleis wechseln und ist dann auf unserem Gleis unterwegs. Und dann ist dort vorne sowieso schon der Abzweig auf die Schnellfahrstrecke. Also darf man auch nicht zu groß aufblasen, den Begriff. Das ist natürlich nur so ein kleiner Abschnitt für die schnellen Züge, für den Fernverkehr, damit die sich nicht alle durch die Küstenstrecke durchwursteln müssen. So, oh, hier, Geschwindigkeitsprobleme. Moment. So, jetzt passt es wieder. Gut. Ja, also, hier ist unser Bewerfungsbauwerk. Und da werden wir jetzt einmal drüber fahren und dann sind wir auch schon hier auf diesem kleinen Abschnitt Schnellfahrstrecke. Ist zumindest, ich glaube, es sind 160 km/h oder sogar bis 200 hoch, ich weiß nicht genau. Ist ja auch noch nicht ganz fertig. So, rechts die Küste, lassen wir links liegen, sozusagen. Kennt ihr ja alles bereits. Gibt's auch nochmal eine Großbaustelle, ne, namens Hindenburg, Damm und Sylt. Keine Sorge, habe ich auch nicht vergessen. Also eine dieser beiden Themen, Küstenthemen, möchte ich mir schon noch irgendwie, wenn es geht, zeitlich im Urlaub vornehmen. Also entweder direkt Sylt oder halt den Hafen. Beides ist wahrscheinlich unrealistisch in der kurzen Zeit, aber eins von beiden würde ich gerne noch über die Bühne bringen, dass wir da auch nochmal einen weiteren Meilenstein hinter uns bringen und ich dann Haken drunter machen kann. Und auch das ist halt wieder basteltechnisch, ist das halt cool, wenn man tatsächlich auf einer Karte so viel Abwechslung hat. Das ist schon ein Vorteil. Kann einfach jetzt, nachdem es so lange in den Bergen rund ging, kann ich jetzt mal wieder sagen, gut, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen an die Küste. Fast ein bisschen wie Urlaub machen. Das ist schon ganz cool. Das ist natürlich ein großer Vorteil bei so einer Karte. So, hier ist auch nochmal irgendwie so eine kleine Trennstelle mit eingebaut. Entsprechende Beschilderung dazu. Aus diesem Abschnitt, meine ich, gab es auch mal eine Baufolge ungefähr bis hier und dann irgendwo mittendrin nochmal rund um eine Brücke. Und aber zwischendrin sind halt immer noch so ein paar so Lücken, die noch irgendwie ausgebessert werden müssen. Rechts übrigens dieses rote Maschinchen, das ist noch der alte, ich nenne ihn mal der alte Mähdrescher. Mittlerweile gibt es ja eben auch dieses tolle Landmaschinenpaket, wo dann ja bekanntermaßen auch die fahrbaren, funktionalen Mähdrescher drin sind. Hier haben wir mal Trainspotting gemacht, tatsächlich, in irgendeiner Folge, deswegen stehen hier auch noch so viele Personen rum, die hier auch die Trains spotten. Und schneller fährt die Lok halt nicht, ne? Deswegen haben wir eigentlich nichts verloren auf der Schnellfahrstrecke, aber ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit mal. Das ist hier zum Beispiel so eine Brücke, ne? Das ist nur ein Platzhalter, die muss mal noch irgendwie umgebaut werden. Bisschen aufgehübscht, ansonsten ja, muss man hier nicht mehr so viel machen.
Da hinten ist das Schöpfwerk noch zu sehen, die Gorich Fock im Hintergrund, Küste, Windräder, Landwirtschaft. Schöner Kontrast zur Schweiz, wo wir gleich hinkommen. Hier alles noch relativ flach. Schöner hoher Bahndamm, da hat man immer wieder ganz nette Ausblicke hier. Da drüben, das müsste Klingsbüll. Nee, da sind wir schon durch. Ich habe jetzt schon wieder einige Ortsnamen vergessen, obwohl das noch nicht so lange her ist. Aber naja, Küstenstrecke eben. Ihr wisst ja, wo wir sind. Dürften wir dann auch jeden Moment hinter uns lassen. Dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Das ist auch nochmal so ein Kandidat, die Brücke hier, die glaube ich nochmal umgebaut werden muss. Also eigentlich sind es nur noch zwei, drei Brückenkonstruktionen hier auf diesem Abschnitt, die ich mir nochmal vornehmen werde und dann sind wir hier auch fertig. Da hinten die fetten Frachter am Horizont zu sehen. Ah, wird auch interessant bei Fahrgastmitfahrten, denke ich, hier, weil man hier einfach eine gute Sicht hat durch den erhöhten Bahndamm. Wird sicherlich auch noch ganz nett. Dann kommen wir hier nochmal in den Bereich, da gab es auch eine eigene Bastelfolge rund um diese Brücke hier. Da sind auch noch Arbeiter am Werk. Hier auch nochmal Zugang zum Meer. Dann wieder ein bisschen Landwirtschaft, Bauernhöfe. Ja, ich glaube, in dem ganzen Bereich muss ich nicht mehr allzu viel machen hier. Und da hinten wird es dann auch schon etwas hügeliger. Da hinten kann man noch einen Umleiterzug erkennen, der dort entlang fährt. Ich glaube, das ist ein Nachtzug. Taurus vorne dran, der gerade aus der Schweiz nach Hansburg hineinrollt. Ah, Rapsfelder haben auch immer ihren Reiz hier, so schön knallegelb. Generell, wenn man so ein bisschen Weitsicht hat, so wie hier, ne, dann kommen die Texturen auch mal so ein bisschen schön zur Geltung aus der Ferne. Alles nicht so einheitlich. Das ist schon ganz cool. Da hinten Nahverkehrszug hat noch HP0. Da müssten wir langsam Richtung Königssee kommen. Ich meine, das ist die nächste Station. Ja, gemütliche Nummer hier mit so einem Krokodil. Aber ich finde die Perspektive ganz cool. Mit der, nennen wir es mal, Motorhaube. Ich weiß nicht, ob das einen speziellen Ausdruck dafür gibt. Ein Maschinenraum im eigentlichen Sinne ist es ja nicht. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo Küstenstrecke und hier diese Schnellfahr- oder Neubaustrecke, nennt es, wie ihr wollt, zusammengefädelt werden. Sehr schöne Railjet-Zugbegegnung. Irgendwo hier ist, meine ich, auch der Golfplatz. Bin manchmal auf der eigenen Karte erstaunlich orientierungslos. Auch ein Zeichen dafür, dass es einfach zu viel geworden ist. Also zu groß. Ich will mich nicht beklagen, wie gesagt, immer noch cooles Bauprojekt, aber das nächste Projekt, das muss ich irgendwie ein bisschen anders angehen, ein bisschen anders strukturieren. Ah ja, genau, hier das kleine Betriebswerk Königssee. Dampf und Diesel ist dort vertreten. Bisschen Rangierverkehr, wie man sehen kann. Und wir werden nochmal zum Halt gebeten. Oder auch nicht. Gutes Timing.
Vielen Dank, Herr Fahrdienstleiter. Ja, den Metronom kriegen wir auch mal wieder zu sehen hier. Hatten wir auch lange nicht mehr. Und die Gleisbaustelle. So, die ackern hier auch schon eine ganze Weile rum. Ich habe den Eindruck, hier tut sich gar nichts. Wer weiß, ob die noch fertig werden hier, bis die Karte fertig wird. Wahrscheinlich eher nicht. So, wir werden auf Gleis 1 durchgeleitet. Und dann geht es langsam hier rüber in den Schweizer Bauabschnitt. Quertragewerk kommt hier wieder ganz gut zur Geltung. Stellwerk Königssee. Und wir wechseln auf die linke Seite, Linksverkehr. Ah, wir flutschen gut durch. Fahrdienstleiter ist uns wohlgesonnen. Das passt. So, da, die ersten Schweizer Signale. Noch alles relativ flach. Und dann wird schon bald den Berg hinaufgehen. Möglicherweise signaltechnisch hier noch nicht alles korrekt. Das waren die ersten Signale, die ich aufgestellt habe. Ich habe das halt noch nicht alles wieder überarbeitet. Wird sicher auch noch irgendwann passieren. Und dann kommen wir hier nochmal über die große Brücke drüber. Das könnte natürlich der eigentliche Grenzfluss sein, möglicherweise. Nette Stahlbogenbrücke. Ja, sehr schön. Das werden wirklich, also wenn diese Strecke mal komplett fertig ist, das werden echt lange Mitfahrten, glaube ich. Wir sind ja jetzt schon gut und gerne eine halbe Stunde unterwegs, in Hansburg gestartet. Hier nochmal die Trennstelle. Und nebenbei bemerkt, wenn die Strecke dann fertiggestellt ist, ich habe das ja bestimmt schon mal, ich muss auch mal wieder, fällt mir jetzt gerade erst ein, sorry, dass ich da jetzt so springe. Ich muss mal wieder eine Übersichtsfolge machen, ne? Ich habe jetzt noch ein bisschen gebastelt in der Pipeline und dann muss ich das tatsächlich mal wieder machen, damit ihr hier mal wieder einen Gesamtüberblick bekommt. Was ich aber sagen wollte, ist, wenn diese Strecke fertiggestellt ist, die ganz in die Schweiz führt, zu dieser Schweizer Stadt, die ja dort auch noch entstehen muss, oder soll, naja, muss, stimmt eigentlich schon, dann kann man halt auch komplette Rundfahrten machen. Also diese Strecke entlang bis zum Endbahnhof und dann von dort aus nahtlos weiter den Rhein runter und nach Hansburg zurück. Das wären, glaube ich, richtig lange Mitfahrten. Da könnten wir schon so auf eine Stunde kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Locker. Da werden wir noch interessante Möglichkeiten haben. Sowohl Personen- als auch Güterverkehr. Gibt ja auch einige Ausweichstellen, die man dafür nutzen kann und solche Geschichten. Ich glaube, da haben wir noch ein paar nette Reisen vor uns. So, auch hier, das sollte eigentlich ein Fahrsignal sein. Deswegen müsste das auch nochmal getauscht werden. In die, ja, längliche Bauart. So, der ist immer noch als Sandwich unterwegs. Ja, wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt, aber sieht doch ganz nett aus. Und vielleicht ist einfach der Steuerwagen defekt. Gut, dann heißt es hier einen kleinen Moment warten. Wir kürzen das natürlich ab. Schon erreichen wir Lauenburg. Auch eine wirklich schöne Brücke. Wirkt sehr authentisch. So, und dann schauen wir mal. Auch hier werden wir durchgelotst. Gleiswechsel scheint hier auch über Gleis 1 durchzugehen.
Schallschutzwand rechts im Blick, Schweizer Bauart. Hatte ich mir auch nochmal irgendwann nachinstalliert. Auch hier Einfahr-Ausfahrsignale, also Ausfahrsignale in dem Fall, müssen noch ausgetauscht werden. Sehr schön. Auch hier flutschen wir einfach durch. Können nochmal einen Blick erhaschen auf die RB. Ich glaube, es ist die 12er tatsächlich. Oder 14. Bin ich ganz sicher. Verkehrt auf der Runkeltalbahn. Auch da werden wir schon sehr bald mal wieder vorbeischauen. Ich glaube sogar in der nächsten Folge schon. Je nachdem, wie sich das jetzt zeitlich noch ausgeht. Ich bin so ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich ja aktuell gerade kurz vorm Urlaub stehe sozusagen. Ich will den ganzen Kram noch fertig bringen. Aber es sieht gut aus. Also wahrscheinlich wird es tatsächlich die Runkeltalbahn werden, die wir uns als nächstes nochmal in einer etwas längeren Bastelfolge vornehmen. Dann kommen wir da auch nochmal ein gutes Stückchen weiter. Ja, haben auch einige jetzt echt lange drauf warten müssen, aber ihr wisst es ja. Zeit ist halt auch begrenzt leider und ich war nun mal hier basteltechnisch echt viel in der Schweiz beschäftigt und habe auch versucht, da am Ball zu bleiben. Ist mir auch einigermaßen gelungen. Gut, dann sind wir hier schon in einem Abschnitt, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Hätte gar nicht gedacht, dass der so nett wird. Auch wenn hier echt viel Beton in die Landschaft gepflastert wurde, hier mit der Autobahn, aber ich finde, das kommt schon ganz gut mit diesem kleinen Tal, der Weinbau, Streckenkonstruktion, auch hier mit diesen ganzen Stützwänden und so, das hat schon, ist schon alles ganz gut geworden. Vorbei am Weingut. Und über die Lauentalbrücke. Moment, hatten wir jetzt eigentlich schon... Ich muss mal kurz nachsehen. Muss kurz spicken. Hatten wir schon die Folge mit dem Umbau? Ja, letzte Folge war das, genau. Ja. Also, über die Fischbauchbrücke, die man hier natürlich nicht erkennen kann. Dort hinten erkennt man bereits Birkenstein. Dann geht es logischerweise gleich über das Birkenbach. Ja, Birkenstein war ich neulich im Kurzurlaub. Daher kam, glaube ich, auch der Name irgendwie so unterbewusst. Fischbach auf Birkenstein, da war ich. Verlängertes Wochenende. Wir fahren aber nach Birkenbach und überqueren das Birkenbach-Viadukt. Eigentlich ganz angenehm, um hier die ganze Landschaft so ein bisschen zu begutachten. Diese konstante Geschwindigkeit von 75 km/h, das funktioniert eigentlich für so ein bisschen, sagen wir mal, Sightseeing ganz gut. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, dann kommen wir schon so langsam in die sehr, sehr aktuellen Bauabschnitte hinein, die so in den letzten Wochen über die Bühne gingen. Auch hier nochmal. Moment, waren das überhaupt die Einfahrsignale? Ja, auch natürlich an der Stelle nochmal falscher Signaltyp. Außer wir gehen davon aus, dass der Bahnhof einfach gar keine Einfahrsignale hat. Dann wird es funktionieren, würde ich sagen. Ja, aber ihr seht ja selbst, ich muss diese Signale in den Bahnhöfen einfach nochmal tauschen. Gut. Dann haben wir Birkenbach hinter uns gebracht. Schönes Tunnelportal. Nette Zugbegegnung. Warum übrigens dieses kleine Stückchen Mauer hier drin ist, weiß ich nicht. Ich glaube wahrscheinlich, weil ich die Strecke nochmal
ein Stück weit abgerissen habe, um dann das andere Tunnelportal hinzuzufügen. Und dann hat er mir hier irgendwie so ein kleines Stückchen Mauer in die Mitte reingebaut. Ja, ist nicht weiter tragisch, ist nur ein bisschen merkwürdig. Aber da muss man sich keine grauen Haare wachsen lassen. So, sehr schön. Dann sind wir hier bei diesem kleinen alpinen Flusslauf angekommen. Hier alles ein bisschen felsiger. Dann haben wir hier gleich die Birkenbachalp zur Linken. Wie üblich, bestes Wetter. Hier scheint immer die Sonne. Ja, bringt mir ja. Ich muss tatsächlich, genau, das wollte ich auch noch länger mal machen. Vielleicht einfach im Zuge einer Trainspotting-Folge. Es gibt ja auch so eine Mod für sehr bewölkten Himmel. Das wäre auch mal ganz cool. Und es gibt ja auch irgendwie, man kann auch, ja, so eine Morgenstimmung irgendwie. Gibt es, glaube ich, auch eine Mod oder halt so eine, ja, eine Skybox, die man installieren kann. Bin mir nicht ganz sicher, aber da gäbe es auch noch ein paar Möglichkeiten, um nochmal ein bisschen was anderes hier zu präsentieren, außer dem ewigen Sonnenschein, auch wenn das ganz angenehm ist, aber... Nachtmod habe ich übrigens ausprobiert, hat aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Also, das ist schwierig. So, wir haben jetzt hier nochmal rotes Signal, weil uns, glaube ich, sogar ein bisschen mehr entgegenkommt. Ah, aus dem wollte ich eigentlich auch noch ein Sandwich machen. Seht ihr, hab ich ganz vergessen. Ja, aber nette Perspektive hier. Im Hufeisen sozusagen, wenn die Züge dann hier sich das Tal hinunterschlängeln. Dürfte dann gleich da vorne aufkreuzen. Ja, sehr schön. Die Gotthardo-Lok. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Doppeltraktion in dem Stil macht eigentlich keinen Sinn. Wäre normalerweise dann eher ein Sandwich. Da im Hintergrund kann man schon den nächsten runterrollen sehen. Also wir stehen hier eine ganze Weile. Ich habe das natürlich alles ein bisschen zusammengeschnitten, dass wir hier nicht irgendwie 10 Minuten Echtzeit stehen müssen. Ja, das ist, glaube ich, auch wieder einen zu lang, ne? Ja, es wird nie perfekt sein hier, die Zugzusammenstellung. Das ist einfach so. So, und da kommt nochmal als Abschluss, der wird auch noch hier durchgelassen. Der macht nämlich da oben gerade einen Gleiswechsel. Deswegen müssen wir hier auch so lange stehen. Weil ich habe einfach noch nicht weiter gebaut, quasi in diese Richtung, wo der gerade herkommt. Deswegen ist hier die einzige Möglichkeit für einen Gleiswechsel. Und der findet schlicht und ergreifend deshalb statt, weil ich den Zug da oben einfach gerade erst quasi bestellt habe und losgeschickt habe. Naja, wie dem auch sei, weiter geht's. Signal ist auf grün gegangen. Dann kriegen wir den auch nochmal zu sehen hier. SBB Cargo. Eigentlich wollte ich den auch beladen fahren lassen, habe ich auch wieder irgendwie falschen Wagentypen ausgewählt. Naja, aber ist ja auch trotzdem ganz nett anzusehen hier. Gut. Dann kommt jetzt nochmal ein kleiner Ausblick. Spoiler, wenn ihr so wollt. Nicht allzu viel. Also wir fahren jetzt nicht noch irgendwie 5 Minuten weiter, sondern einfach durch die nächste Ortschaft, durch den nächsten Bahnhof hindurch. Wo dann, ja, das wird halt der nächste Bauabschnitt. Bis hierhin sind wir ungefähr gekommen mit der letzten Bastelfolge hier aus der Ecke. Und ab hier in etwa wird es dann eben weitergehen. Kleines Dorf, überschaubar. Kleiner Bahnhof. Kleine Besonderheit, dass der so ein bisschen gekrümmt ist. Also hier ist so ein bisschen Eigenbau mit am Start. Aber es muss natürlich hier noch einiges passieren, wie ihr sehen könnt. Oberleitungsmasten, Dekokram und so weiter. Da fehlt noch einiges. Schönes Bahnhofsgebäude, was ich mir hier noch installiert habe. Passt ziemlich gut hier hin, finde ich. Ist, glaube ich, auch Schweizer Vorbild. Ja. Und einfach, damit ich den Zug hier hinführen kann und hier auch Züge bestellen kann, habe ich hier nochmal so ein kleines Abstellgleis mit eingebaut. Vielleicht lasse ich das sogar so drin. Aber für den Bedarfsfall. Mal schauen. Na, wenn vielleicht mal ein Nahverkehrszug hier enden soll und vielleicht hier
zwischenzeitlich mal eine Weile abgestellt wird, dann könnte das ja hier schon Sinn machen. Gut, aber ansonsten, ihr seht schon, ab hier bin ich dann wirklich nicht mehr weitergekommen. Da liegen halt die Gleise, das war's. Aber da haben wir jetzt schon noch ziemlich viele Gleiskilometer vor uns. Für den Moment soll es das gewesen sein. Wir verabschieden uns hier vom Krokodil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und mit einem kleinen Blick zurück bin ich dann raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und ansonsten bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.